Ey, 30 Jahre Fanta 4 und ihr macht schon so lange Hip-Hop. Darf ich euch was Persönliches fragen? Jederzeit. What happened to Hip-Hop? Oh mein Gott. Ist alles okay? Es läuft, wie es laufen muss? Ey, nix gegen Hip-Hop. Ja. Ey, Hip-Hop ist cool. Ich meine, ihr seid, aber ich meine, ich mag an euch, ihr könntet auch Deutschlehrer sein, so vom also, Style. Ja, jetzt, das ist richtig. Also, eher. Nicht ganz, kommt drauf an. Vielleicht eher so Deutschlehrer auf dem Land. Ja, der die Hip-Hop AG leitet. Ja. Ihr seid halt auf dem Boden, ihr seid halt coole Dudes. Jetzt ist alles nur noch so, ey, was ist mein Gucci? Lalalala. Also, was, ihr seid auf dem Boden geblieben, bei Capital Bra kostet rechte Bein 80.000 Euro. Wir haben nicht nur die erste deutschsprachige Hip-Hop-Platte gemacht, sondern Smudo hatte damals auch ein Leder-Gucci-Cap, fällt mir gerade ein. Oh. Alter, du Alter. Bist schuld an dem ganzen Ding. Gucci, Gucci, tralalala. Geile Songidee. Ja, Gucci, Gucci, tralala. Oder Gucci-Bären hüpfen hier und dort und überall. Das würde ich dann raus machen. Gucci, Gesundheit. Ja. Ich war gestern noch mit Clouseau essen und der lässt euch... Sie war anscheinend auch dabei und lässt euch sehr grüßen. Der spricht auch nur in den höchsten Tönen von euch und sagt so, ey, wenn die Fantasie ist, dann grüßt ihn mal auf jeden Fall hiermit gemacht. Er hat also MFG, er lässt grüßen. Er hat ja auch eine MFG-Zusammenvariante von uns, spielte MFG mit freundlichen Klüsen. Oh. Ja, total verrückt. Frech. Also frech, ja genau. Er darf das. Aber MFG ist natürlich... Nix gegen Clouseau. Clouseau ist mega. Mit Clouseau bin ich so. MFG ist aber natürlich auch, das ist natürlich der Hit. MFG mit freundlichen Grüßen. Mein Bruder, der war 5 Jahre älter, als ich habe das immer gesungen vor mich her. Und der sagte, MFG heißt gar nicht mit freundlichen Grüßen, das ist ein Gag von den MFG, heißt Mitfahrgelegenheit. Stimmt das oder stimmt das nicht? Es stimmt auch, aber... Habt ihr euch das dabei gedacht, als ich das geschrieben habe? Nein, siehst du? Fuck you, Niki! Ich hatte recht, du nicht! Aber wieso sollen wir das gedacht haben und dann mit freundlichen Grüßen singen? Ja, weil er uns so viel Hinterlistigkeit und Schlauheit unterstellt hat. Ja, Meta zu eben. Recht auch, ja, zu Recht. Ich habe das gesungen, der so, Luke, du checkst das wieder Was nicht. Was aber auch wahr ist, als wir den Song geschrieben haben, war das zuerst eine, ich möchte sagen, berauschte Idee, spontan einen Abkürzungssong zu machen, der es ja ist. Und uns fing ewig nichts ein, was für ein Refrain, was ist denn die Aussage von dem Lied, wo nur Abkürzungen und Institutionen quasi genannt werden, Bilder genannt werden oder Epochen vielleicht, wenn man sagt ARD, ZDF, CNA, BRD, DDR und USA, dann steht das vielleicht für was. Und wir hatten eine ganz tolle Idee. Genau, die Idee war nämlich, wollen wir die jetzt präsentieren, den eigentlichen Refrain? Wir dachten nämlich zuerst, Liebe ist immer der größte gemeinsame Vielfach, lass uns also ein Refrain über Liebe und Abkürzung und der schreiben. Ging so. Es gibt keine Abkürzung zu meinem Herzen. Du musst den langen Weg der Liebe gehen. Wow. Total beschissen. Das ist... Gott sei Dank ist MFG daraus geworden. Das ist wirklich sehr schlecht. Ja, es gibt keine Abkürzung. Also das Techno-Beat drauf könnte eine Helene Fischer-Platte sein. Yeah. Ja.